Halli und hallo, herzlich willkommen. Ich sage euch hier diese Begrüßung aus Verans Zuflucht und wir wollen gleich loslegen. Wir wollen gar nicht hier lang schwätzen. Wir gehen raus in die Wildnis, um Statuen, glaube ich, zu reinigen. War das so? Ich glaube, wir sollten hier, ja genau, diese ganzen Fragezeichen müssen wir alle abbrennen. Wir müssen Statuen reinigen. Und irgendwie, eigentlich will ich mich jetzt nicht mit jedem Monster anlegen. Können wir da einfach erstmal klicken? Okay. Ja gut, die müssen wir machen, weil davon fehlen uns noch welche. Wir sind mitten im Gemetzel. Aber ich es nicht mag, nach zwei Seiten zu kämpfen. Ein Gürtel. Vielleicht ist das sogar unser letzter Gegenstand, den wir noch brauchen. Um die Tagesaufgabe abzuschließen. Dich will ich. Und denen fehlen uns noch einige. Die hier sind leider irgendwie alle überflüssig. Ich möchte mich gar nicht mit denen befassen. Wie lange dauert das hier? Oh, hier sind zwei. Das ist ganz schön. Schwert der Ordnung. Oh, das ist auch nett. Haben wir wenigstens das Schwert der Ordnung schon gefunden. Das brauchen wir auch für eine Quest. Wir sollen ja noch Wasser, Schwert der Ordnung und noch irgendwas Drittes sollten wir einsammeln. Machen wir alle hier mit links. Ausrüstung erhalten. Identifiziere die Ausrüstung. Ja, was machen wir dann schon? Irgendwie würde ich diese Hinweise ganz gern ausschalten. Mal sehen, ob das geht. So ein bisschen, es ist zwar schön, aber so ein bisschen nervig ist ja schon, wenn da immer so eine Meldung kommt. Wir finden heute viel und uraltes Wissen, das finde ich schön. Viele Gliederbüchlein. Wir finden heute auch viele Sphärenscherben. Auch nice. So, hier müssen wir hin. Und ich glaube, dann will ich hier schnell noch einen Abstecher machen. Zu dem orangenen Fragezeichen. Was immer das ist. Ah, das ist das Wasser wahrscheinlich. Frisches Wasser. Okay, haben wir. Wie lange dauert denn das, unser Reitpferd zu beschwören? Schaffen wir das hier? Nee, schaffen wir nicht. Schade, schade. Vielleicht jetzt? Sind wir eigentlich fast schon da? So, die müssen wir hier natürlich machen, das ist ganz wichtig. Aber vielleicht können wir diese ganzen Skelettkrieger so ein bisschen außen vor lassen. Ich glaube, von denen sollten wir auch sogar was sammeln, von den Schleimen. Was gibt's hier? Das ist das Zweikraut. Oh, ich glaube, hier machen wir noch einen Blitz rein. Trifft uns doch jetzt bestimmt. Ah, nice. So, dann versuchen wir hier mal mit Turbo, oder auch nicht Turbo. Dann halt nicht Turbo. Die müssen wir töten. Oh.
doch eigentlich gar nicht in so einer Masterkill. Ja, von denen bekommen wir dann diese Schlammextrakt. 10 Stück. Brauchen wir da. Von denen bekommen wir leider nichts mehr Wichtiges. Und von denen gibt es so viele. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Das war die letzte Statue. Suchen wir mal noch ein bisschen nach den Nefertaris. Ich glaube, hier waren doch eigentlich viele. War das nicht hier die Stelle, wo so viele waren? Ja, gut, einer hat gereicht. Die hat er doch gerufen, oder? Der Alabab-Sack. Ja, jetzt spawnen ganz viele, jetzt wo ich nicht mehr da brauche. Nee, weg hier. Mal, dass wir uns auf unser Pferd schwingen können. Nein, das war knapp. Close. Bewegen wir uns nach oben zu den Schleimis. Ja, ja. Durch euch kommen wir durch. Ich will zu den Schleimis. Waren die nicht hier oben? Die waren doch hier oben. Schleimis. Da sind die Schleimis. Wir wollen natürlich versuchen, ein bisschen effektiv vorzugehen. Nerven. Diese Skelette, die nerven wirklich. Oh nice, wir haben einen Stufenaufstieg. Da gucken wir gleich mal da rein. Zuerst müssen uns die Skelette mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ich glaube, das werden die nicht tun, ne? Wir gucken da trotzdem noch rein. Neue Ausrüstung. Wo sind jetzt die Schleimis? Ah, hier sind Schleimis. Aber hier sind viele Sachen. Nicht nur Schleimis. So, der muss weg, weil der beschwört immer neue Skelette. Ah, die müssen alle weg. Alle neue Skelette ständig beschwören. Oder wir gehen einfach woanders hin.
und nochmal uraltes Wissen erhalten. Hier sind halt nur Skelette. Oder will ich doch die Slimies? Wir gehen mal mehr hier so rechts rum. Vielleicht finden wir da noch ein paar. Na, scheint nicht so. Hier kommen wir eher raus aus dem Sumpf. Sind ja hier oben noch ein paar. Oder hier unten. Hier unten hier bei der Treppe sind eigentlich immer so ein paar Schleimies. Adamant nehmen wir natürlich auch immer gerne. Oh, Inventar ist voll, das ist nicht mein. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas entsorgen können. Weil die Schlachtessenz, die hätte ich irgendwie schon gerne. Wir identifizieren mal eben schnell alles. Ich sehe jetzt erstmal nichts, was wir entsorgen können. So, hier bekommen wir noch eins von denen. Dann wird die Quest zur Hälfte jetzt fast fertig. Was nichts hilft, wir müssen zurück. Was könnten wir hier eventuell entsorgen? Gar nichts davon. Dann lassen wir lieber die Schlachtessenz liegen. Wir haben irgendwie leider wirklich nichts Unwichtiges eingesammelt. Na gut. Okay, ich hätte gerne mal einen Umhang. Wir haben irgendwie jeden Gegenstand nur einen Umhang, fehlt uns noch. Dann benutzen wir unseren Rückruf, denn wir müssen unser Inventar erstmal leer bekommen. Ja, das kann bei Drakensang ziemlich schnell gehen mit dem Inventar. Aber wir können auch ziemlich viele Quests abgeben. Insofern passt es schon. Einen Gegenstand müssen wir noch einschmelzen. Dann nehmen wir einfach hier mal jetzt den. Zack. So. Tägliche Herausforderung geschafft. Da haben wir jetzt ein bisschen was bekommen. Und dann, ja, wir könnten jetzt natürlich die nächsten Sachen annehmen, aber das lassen wir mal bleiben. Neue Wissensstufe erreicht. Das ist schön. Was können wir da jetzt machen? Angriff. Jeder vergebene Punkt erhöht deinen Schaden um 2%. Jeder vergebene Punkt erhöht deine Angriffsgeschwindigkeit. Lebenspunkte. Mobilität. Ich glaube, ich möchte hier tatsächlich... Talentpunkte. Wissensstufe 30. Das können wir noch nicht mal, weil wir hier noch Wissensstufe 12 sind. Wir werden mal hier das erhöhen. So, dann hatten wir einen neuen Punkt auch erhalten. Jetzt muss ich mal gut überlegen. Mir hat, das ist ja meine Lieblingsattacke irgendwie, ne? Das haben wir ja voll geskillt. Und ich glaube, das hier ist irgendwie meine Lieblingsattacke. Ich denke mal, da brauchen wir 5 Talentpunkte. Wie viele haben wir frei? Verfügbare Erfahrungspunkte 1. Da müssen wir ein bisschen sammeln. Aber ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall skillen hier. So, und Ruhm haben wir gar nicht, weil das PvP ist. Jawohl. So, dann gehen wir zum Händler. Angebot einsehen, der soll hier einfach alles mal... Alles mal wegverkaufen. Moment, langsam. Der Gürtel ist besser wie unserer.
besser wie unseres. Sieht doch schicker aus. Ich glaube, das können wir noch nicht benutzen. Erfordert Stufe 24. Jetzt würde unser Inventar so sehr vollmüllen, wenn wir das behalten. Der Gürtel kann weg. Weihwasser. Ja, wir haben halt extrem viele Questgegenstände gerade im Inventar. Das kann weg. Das kann weg. Auch das und das. Und auch das. So, und damit haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Haben alle Sachen soweit erstmal verkauft. Ich will mir irgendwie einen Umhang kaufen. Ich guck mal beim Händler, ob es dann einen Umhang gibt. Letzte Zuflucht. Hervorragende Arbeit, meine Dame. Ihr habt eine schwierige Aufgabe ohne zu klagen erledigt und uns eine kurze Atempause verschafft. Endlich können wir unsere Waffen reparieren und uns ein kurzes Schläfchen gönnen. Dafür danken euch meine Männer und ich ganz besonders. Ihr wisst selbst, was den Feind da draußen in Slivmore so bedrohlich macht. Er ist schon tot. Besiegt man ihn, wird er dennoch wieder aufstehen. Durch die finstere Magie der Nefertari-Anhänger. Dennoch müsst ihr wieder kämpfen. Immer wieder und immer wieder. So, wir können die wiederholen, aber das macht ja nichts. Wir haben da draußen ja noch andere Quests. Und wir müssen ja eh mal die Skelette töten, deswegen schadet es vielleicht nicht. Vielen Dank für deine Hilfe gegen die Machenschaften der Feinde unserer Kirche. Erstaunlicherweise war die Macht deines Bündnisses wirkungsvoll gegen Nefertaris Macht, während der Glaube unserer Priester nichts bewirkt hat. Weil ich vielleicht draufhaue und draufschieße, im Gegensatz zu den anderen, die nur beten. Einige Bürger sind bereits frei von der lähmenden Wirkung der Nefertari-Statuen. Rette nun auch die restlichen Bürger von Grovery. Wie verzweifelt muss man sein, um sich dem Kult einer ersten Menschenfrau anzuschließen? Boah. So, wir haben da hinten eine neue Quest bekommen. Sporen des Wahnsinns. Vor den Kultisten gehörte das Kloster den Totenhüterinnen. Als sie flohen, schlugen sie den Schutz von Verans Zuflucht aus, zugunsten der Abgeschiedenheit des Wurzelgrunds. Nach einigen Vorfällen muss ich ihre Absichten hinterfragen. Hilfst du mir dabei? Ja, das machen wir. Die letzte Quest ist hier unten. Ein anderes Weltbild. Werte Dame, könnt ihr bei Vater Caelius ein gutes Wort für mich einlegen? Ich benötige Beistand bei meiner Suche nach verlorenem Wissen. Diese Streiter hier müssen mir helfen. In den ewigen Hain traut sich doch kaum jemand hin. Auch ich nicht. Okay. Wir sollen ein gutes Wort einlegen. Bei Vater Caelius. Caelius, ich weiß nicht, wie er heißt. Um Unterstützung für Alfred bitten. Ja, das machen wir mal. Wieder dieser Alfred. Ich habe ihm doch schon gesagt, wir können keinen einzigen unserer Streiter entbehren. Du tätest gut daran, dich nicht mit Subjekten wie ihm abzugeben, die ihr Glauben verbreiten und dich vom Weg der Ordnung abbringen. Okay, er mag ihn nicht, haben wir herausgefunden. Ach, diese verbohrten Priester. Sag, kennt ihr vielleicht den alten Randel? Wir haben uns in Klingschill wiedergesehen. Vor vielen Jahren war er mein Lehrmeister an der Priesterschule, bis sie ihn rausgeschmissen haben, weil er zu viel wusste. Sehr interessant. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe einen Hinweis auf diesen vergessenen Wald gefunden. Wenn meine Forschungen stimmen, dann hat dort vor langer Zeit der Nefertari-Kult gewirkt. Würdet ihr schauen, ob dort noch alte Aufzeichnungen zu finden sind? Ja, das können wir machen. Okay, ja, das sieht doch gut aus, meine Freunde. Ich würde irgendwie gerne mal hier beim Händler schauen. Nee, das ist Wettkampf. Ich will keinen Wettkampf. Ich will hier was kaufen. Angebot einsehen. Rüstung. Ich will irgendwie so einen Umhang haben. Königliche Robe des Bewahrers. Nee. Kann man alles nicht bezahlen. Sonstiges. Handschuhe, Schultern, Sternreif, Robe. Eh keine Umhänge. Hast du Umhänge?
Rüstung. Stiefel. Schultern. Probe. Vielleicht können Magier keinen Umhang tragen. Ich weiß auch nicht. Der hat zwar hier Sachen, aber... der hat jetzt auch keine... Na gut. Wo könnten wir eventuell noch sowas finden? Wie einen Umhang. Ich könnte auch mal das Inventar zumachen. Hier können wir selbst irgendwas schmieden. Kombiniere 4 Gegenstände derselben. Ja, das haben wir jetzt gerade nicht. Das können wir vielleicht im nächsten Part mal machen, wenn ich es nicht vergesse. Da kann man halt 4 grüne Gegenstände zum Beispiel kombinieren dazu, dass sie dann ein blaues werden. Oder 4 blaue, damit sie ein lilanes werden. So in etwa. Ah, was hast du denn? Essenzhändlerin. Ich will keine Essenzen. Ich will einen Umhang. Ich möchte gerne einen Umhang kaufen. Kaufmann. Angebot einsehen. Ich werde jetzt jeden Händler im Spiel nach einem Umhang durchsuchen. Der hat irgendwie auch sowas nicht. Heldenfrühstück. Sandberiens Eintopf. Nee. Nee, nee. Das ist der Edelsteinhändler. Edelsteine kombinieren. Edelsteine und Gegenstände bearbeiten. Haben wir denn Sachen mit Edelsteinen? Also wo Edelsteine rein können? Können wir uns mal nochmal angucken. Ich glaube, da können Edelsteine rein. So, und jetzt? Wir haben doch einen Edelstein. Passt der da? Der passt da oben sogar. Was macht der jetzt? Rechts klicken und auf Gegenstand mit leerem Sockel links klicken. Kombinieren? Nee. Ah, da können wir Sockel hinzufügen. Aber das kostet uns dann Adamant. Nee, das ist nicht so sinnvoll. Haben wir das jetzt gesockelt? Nee. Ah, da müssen wir klicken, okay. Und jetzt hat er seinen Sockel. Ah, sehr schön, wir haben 3 mehr Rüstungswert. Ich glaube, wir hatten doch noch einen Edelstein. Bin mir nicht sicher, wir haben ganz viele Quarzkristalle immer gesammelt. Jagdabzeichen. Und verwende sie, um den begehrtesten aller Preise zu verdienen. Das goldene Jagdabzeichen, okay. Knöchelchen. Unverkäuflich. Ja gut, immerhin haben wir das hingekriegt. Das sind auch noch von den Quests. Quest. Alles für die Quest. Das ist doch hier neu. Das, ist doch viel, viel besser als unseres. Und sieht auch viel hübscher zu unserer Robe aus. Guck mal, dann können wir das sogar noch... Können wir das noch verkaufen. Wie nett. Schön. So, wir sind um einiges vorangekommen. In dieser Folge. Jetzt sehen wir doch auch irgendwie wieder ein bisschen zusammenhängend. Also es passt doch jetzt wieder mehr. Sehen doch etwas hübscher aus. Ich sage euch erst einmal Tschüss und Bye-Bye. Habt viel Spaß auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Eure Kalugia.